Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fan, das Sammlermagazin. Heute mit einer weiteren Ausgabe unseres Moto Vintage Unboxing. Diesmal habe ich etwas bestellt und das habe ich letzte Woche schon angekündigt. Und hier ist nun ein Tipp. Richtig, die Original Snake Mountain aus den 80ern. Krass, oder? Ja, die habe ich bestellt. Die war damals zu finden in diesem Moto-Magazin. Und ja, da packen wir das Ganze doch mal aus, das geile Stück. So, da müssen wir natürlich erstmal den Anfang finden. Ach hier, so, Moment. Das Schönste immer wie Weihnachten, ne? Auspacken liebe ich ja. Und dann kommt wieder natürlich die Frage, die auch letztes Mal mit uns beschäftigt hat. Moment. Ist die Borg genauso wie in der Beschreibung. Jetzt habe ich ein bisschen weh getan. Na egal. So, gucken wir uns das an, das gute Stück. Es war wieder angepriesen als vollwertig. Und ich kann eigentlich mal einblenden, wie da sah die Snake Mountain überhaupt aus vom Karton her damals. Blenden wir ein. Ja, so sah sie aus. Der Karton war richtig genial. Ich habe sie damals auch zu Weihnachten geschenkt bekommen von meinen Eltern, wie alle Borgen eigentlich. Und so, da sehe ich schon tolle Sachen. So, natürlich Verpackungsmaterial bis zum Abwinken. Und da ist sie nun. Der erste Teil von Snake Mountain, beziehungsweise das ist Snake Mountain, als Koffer. Das war auch wie bei Castle Grayskull so, dass man die auch als Koffer benutzen konnte. Da ist sie nun. Krass. So, erstmal einen Moment, erstmal zur Seite stellen. Dann hier sind noch Teile, wovon ich nicht weiß, was sie sind. Hier natürlich die Brücke. Da ist das gute Stück. Wenn wir mal aufklappen, sogar die Verschlüsse sind noch original. Wenn man sich so eine Burg ersteigert, ist ja immer so grundsätzlich oder überhaupt Vintage-Sachen, die ausgepackt sind, da fehlen meistens Teile oder sind defekt. Und hier soll ja angeblich alles okay sein. Wie gesagt, angeblich. Wir gucken. So, das Tor fällt mir wie letztes Mal schon bei Castle Grayskull. Ist das mit dem Tor nicht richtig, aber es geht wieder zu. So, gucken wir uns das ganze Teil erstmal von vorne an. Und wie wir es auch letztes Mal gemacht haben, werden wir es auch zusammenbauen natürlich. Nehmen wir die ganzen Sachen. Interessant ist auch, dass wie bei Castle Grayskull gibt es auch eine Leiter. Die identische Leiter wie bei Castle Grayskull. Dann, ich weiß nicht, wo das Teil jetzt hingehört, aber werden wir gleich mal gucken. Die Zugbrücke werden wir jetzt auch befestigen. Fangen wir erstmal an hier mit, da sind hier die Fesseln. Guckt mal hier, die besagten Fesseln, wo man die Gangster, also die Gefangenen, also von He-Mans Seite natürlich, fesseln konnte. Die Handfesseln. Aber da fehlt leider... Aber das war das Einzige, was angekündigt war, oben der Befestigungsstab. Ist aber auch egal, den kann man einfach so liebvoll reinhängen. Dann fällt es ja gar nicht auf. So, dann natürlich machen wir die Zugbrücke schnell drauf. Als Zugbrücke, ich sage es einfach mal, die Brücke. So geil ist die Kindheitserinnerung. Ich habe diese Burg geliebt. Sogar noch mehr als Castle Grayskull und Fright Zone. So, da kommt einmal reingestopft. So, eins. Und so konnten natürlich auch die He-Man-Gegner drüber laufen. Ja, so richtig genial. Das sieht schon mal richtig gut aus. Das besondere Gimmick kommt ja gleich. Ja, und ja, hier Tor, Grayskull-Tor. Dann drehen wir das ganze Ding mal um. Und dann gucken wir uns das Ganze von hinten an. Und jetzt verstehe ich auch, wofür diese Dings war. Einmal hier. Die Befestigung für dieses Fangnetz. Ach, das ist nicht, das stimmt ja gar nicht. Hier müsste es ran. Moment. Hier ist natürlich der Gegner reingefallen. Es ging dann einfach so.
kann man es sehen, kann man vielleicht so sehen. Ich mache das Türchen mal auf, Achtung, dann kommt, hier steht zum Beispiel He-Man drauf und dann ging die Dings und dann fiel er hier rein eigentlich. Warum geht das hier nicht auf? Auch da haben wir das Problem mit den Türen, die wir auch letztes Mal hatten beim Grayskull. Das geht mir jetzt auch wieder auf den Driss. Würde der Rheinländer jetzt sagen, ne? Ich verstehe gar nicht. Jetzt verstehe ich das. Und dann, eigentlich müsste hier, ach, der Mechanismus ist gar nicht gegeben hier, oder? Ach nee, so machen wir es, glaube ich. Ich weiß es nicht. Werde ich mich mal später drum kümmern. Aber wie man sieht hier, Fangnetz, Schlange, natürlich unten die Monster, ja, aus diesen Aufklebern. Dann wechseln wir auf die andere Seite. Und sehen da natürlich das Batteriefach. Da habe ich auch was vorbereitet. Das Batteriefach für gleich für das tolle, geniale Gimmick. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn man lange dran werkelt, geht es doch schon auf. So, ich hoffe mal, die Batterie passt da rein. Ich hoffe mal, es funktioniert gleich auch. Moment. Ist natürlich schwer reinzukriegen. Lex me am Arschle. Naja, egal. Ich probiere es trotzdem mal, weil es kommt auch hier, dieser Wolfskopf war auch ein Mikrofon. Moment. Ah, jetzt geht's los. Hallo. Hallo, willkommen bei Fan, das Sammlermagazin. Ist das nicht toll? Boah, das ist ja der Stimmverzerrer. Boah, da habe ich fast schon Ejakulatorfreude in den Augen. Ich bin Skeletor, verlasse Snake Mountain. Ja, das ist ja richtig genial. Ne? Hallo, hallo. Ja, das war die Besonderheit bei Snake Mountain damals, die am Anfang aber auch in den Hörspielen, ich mach mal aus, die auch am Anfang in den Hörspielen von Europa Burg Drachenstein genannt wurde. Ja, ich vermute mal, die Macher damals von Mattel wollten in Deutschland den Namen verdeutschen ein bisschen, obwohl es nicht ganz auf Deutsch lautet, ne? Damit man weiß, was es ist. Aber im Endeffekt heißt es ja Snake Mountain und nicht Burg Drachenstein. Das haben die später in den Hörspielen auch geändert. Ja, machen wir das mal kurz zu. Aber es funktioniert. Und das zählt. So, einmal das. Jetzt habe ich aber auch zwei Teile über und ich weiß gar nicht wofür. Sind das für die, sehr wahrscheinlich das Ersatzteile von, wofür sind die beiden noch, die sind noch über. Wofür könnten die stehen? Weil hier am Drachenfangnetz gibt es das schon was. Ja, ich habe mittlerweile hier Skeletor positioniert, weil er muss ja auf seine Snake Mountain aufpassen. Ein sehr schickes Teil. Hier mittlerweile steht auch schon die Leiter. Und hier ist diese Höhle, wo man den Weg sofort in die Burg nehmen konnte. Ja, schönes Teil, eine schöne Kindheitserinnerung. Ich finde mal, wenn man wirklich Moto sammelt und gerade so Vintage-Teile, gehört diese Snake Mountain auch wirklich dazu. Und dieses Gimmick schon alleine mit dem Stimmverzerrer im Wolfskopf ist echt ein Erlebnis. Das war als Kind toll. Ich bin, glaube ich, sehr oft meinen Eltern mit diesem Stimmverzerrer auf den Geist gegangen. Und wenn man genau hinguckt hier noch auf die Burg, gibt es auch ein kleines Gimmick. Das Maul
von dieser Kreatur, die eigentlich undefinierbar ist, kann sich sogar bewegen und auch hier die Gegner auch in Gefangenschaft nehmen. Toll, oder? Ja, leider ein kleiner Nachteil an dieser Burg für mich ist, dass diese Falltür hier wieder nicht funktioniert. Das war ja auch letzte Woche schon der Fall bei der Castle Grayskull. Aber das sind so nur so kleine Gimmicks, die werden ja einfach nur aufgestellt bei mir. Ich spiele ja nicht damit. Also von dessen kommt das jetzt nicht zum Zuge. Aber ich finde trotzdem für den Preis ist es gut erhalten. Und ich hoffe, euch hat dieses Unboxing gefallen. Wir sehen uns auch nächstes Mal wieder bei Fenders Sammler Magazin. Ihr könnt natürlich dieses kommentieren unter Facebook unter Fenders Sammler Magazin oder bei YouTube unter bumo.tv. Und vielleicht kann mir jemand sagen, wofür diese übergebliebenen, wie nennt man das jetzt, Bolzen sind. Ja, vielleicht könntet ihr mir das mal mitteilen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss. Come on, come on.